Hallo zusammen, willkommen zu unserer kleinen Mittagsveranstaltung. Willkommen beim InnoQ Technology Lunch. Wir hatten heute eine kleine technische Komplikation, war schon viel zu lange her, dass wir keine hatten. Deswegen mussten wir kurzfristig den Stream umziehen zu einer neuen YouTube-URL. Die alte funktioniert leider nicht mehr, da hat uns das YouTube-Studio einen Strich durch die Rechnung gemacht. Falls ihr Kolleginnen oder Kollegen habt, die das hier auch schauen möchten, schickt denen doch einfach die YouTube-URL, auf der ihr gerade schaut und wo ihr uns seht. Es tut uns leid. Wir geloben Besserung in der Zukunft. Aber nichtsdestotrotz hoffen wir, dass ihr alle was Leckeres zum Mittagessen habt oder schon gegessen habt. Wir warten wie immer noch, weil wir hier noch ein bisschen moderieren und vortragen müssen. Ich habe heute meinen Kollegen, den Christoph Iserlohn, bei mir. Der Christoph ist auch bei InnoQ Consultant und beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema IT-Security. Kleine Ankündigung dann noch dazu. Ihr kennt ja vielleicht den InnoQ Podcast. Es gibt seit letzter Woche auch den InnoQ Security Podcast, wo der Christoph schon zwei Folgen beigesteuert hat zum Thema, was ist überhaupt Security und speziell Kryptographie. Und es gibt auch schon eine zweite Folge zum Thema Zertifikate. Diese, wir nennen das intern Miniserie, aber es bleibt vielleicht gar nicht so mini. Dieser neue Podcast, den könnt ihr unter innoq.com/security-podcast finden. Wir teilen den Link gleich hier auch im YouTube-Chat. Das ist ein super Einstieg, finden zumindest wir. Wir hoffen, ihr findet das auch in das ganze Thema Security aus Sicht von Entwicklerinnen und Entwicklern. Und jetzt aber genug der Ankündigungen. Der Christoph hält heute einen Vortrag zum Thema OpenSSL. Deswegen will ich auch gar nicht weiter lang quasseln und übergebe hiermit einfach an dich, Christoph. Ich wünsche dir viel Spaß beim Vortrag. Ja, danke Robert. Hallo zusammen. Ich rede heute mit euch über OpenSSL. Das ist schon so ein Thema, mit dem man eigentlich meint, eher selten in Berührung zu kommen, das aber doch irgendwie tagtäglich tut. Und vielleicht am Anfang müsste ich mal einen kleinen Disclaimer abgeben. Ne? Also die Unterschrift ist ja, der Untertitel ist ja, was du schon immer über OpenSSL wissen wolltest. Aber das ist. Ja, das ist vielleicht nicht der optimale Titel, ne? Weil alles, das ist, wir haben jetzt knapp 45 Minuten, um noch ein bisschen Zeit für Fragen zu haben. Das ist ziemlich viel. Ne? Also wenn man uns mal anschaut, ich habe hier einen kleinen Ausschnitt mitgebracht aus der Doku. Das sind die Man-Pages, die man, also ein Teil der Man-Pages, und wahrscheinlich bräuchte man für jeden dieser Man-Pages jeweils schon 45 Minuten. Ne? Und von daher, ist das ein Problem? Und das Zweite ist, ich habe überhaupt keine E-Mail gekriegt. Ne? Was wollt ihr denn darüber wissen? Das hättet ihr mir vorher sagen können. Da, von daher stimmt das nicht, was du schon immer darüber oder was ihr schon immer darüber wissen wolltest. Aber das war auch eigentlich schon so gedacht, weil eigentlich sollte das ja sein. Ne? Also was ich denke, was ihr darum schon immer wissen solltet. Ne? Das ist ja eigentlich das, was ich euch mitteilen will. So, wir fangen einfach mal an mit einer kleinen Auflösung von Namen, die so immer irgendwie im Zusammenhang sind. Es gibt irgendwie das OpenBSD-Betriebssystem, dann gibt es OpenSSH und es gibt OpenSSL. Und die haben alle irgendwie mit Security zu tun. OpenBSD ist halt eine BSD-Variante, also eine Unix-Variante, die sehr viel Wert auf Sicherheit legt. Die haben da so einen Security-First-Ansatz und denen ist es immer ganz wichtig, dass alles erstmal sicher ist. Vorher kommt da nichts rein. Und dann OpenSSH kennt wahrscheinlich jeder, das ist die SSH-Implementierung, die freie oder die bekannteste freie SSH-Implementierung. Die wird auch von denselben Leuten gemacht wie OpenBSD. Und dann gibt es halt OpenSSL. Und OpenSSH nutzt auch OpenSSL zum Teil, aber das sind gar nicht dieselben Leute. Und da gibt es auch zwischen denen auch diverse Meinungsverschiedenheiten, wie man sichere Software schreibt. Deshalb, das gehört nicht zusammen. Sondern ihr solltet euch lieber merken, LibreSSL. Das ist nämlich ein OpenSSL-Fork, der von den OpenBSD bzw. OpenSSH-Leuten kommt. Ne? Wir kommen da später nochmal darauf zurück und schauen uns das mal ein bisschen mehr im Detail an, was das ist. So, jetzt ist die Frage, was ist denn OpenSSL eigentlich? Und also, was man zuerst mal sagen kann, das ist eine der wichtigsten Softwarebibliotheken überhaupt.
Ne? Also damit kommen wir wahrscheinlich tagtäglich in Kontakt, auch wenn wir das nicht wissen. Ne? Also ich habe jetzt hier mit Robert zum Beispiel über Zoom gesprochen heute, oder wir sind beide wahrscheinlich schon auf diversen Webseiten gewesen, und das heißt, OpenSSL war da bestimmt schon irgendwie im Spiel. Also bei Zoom ist es auf jeden Fall Teil, weil die das für ihre Verschlüsselung benutzen. Und wenn man im Web surft, dann gibt es halt unzählige Websites, die über Server ausgeliefert werden, die auch unten drunter OpenSSL benutzen. Das heißt, ohne diese Bibliothek würde das Internet wahrscheinlich in der Form, wie wir das jetzt so kennen, nicht mehr funktionieren. Also von daher ist das wahrscheinlich mit einer der allerwichtigsten Softwarebibliotheken, die man so kennt. Auch wenn man die vielleicht persönlich gar nicht so benutzt, in seinen eigenen Projekten. So, was ist das denn jetzt im Detail? Weil OpenSSL umfasst noch ein bisschen mehr. Und was ihr vielleicht kennt, ist das Command-Line-Tool, also OpenSSL auf der Kommandozeile eingeben. Das macht man dann irgendwie vielleicht ein-, zweimal im Jahr, weil man Zertifikate braucht für irgendwelche Testumgebungen oder für Tests von Verbindungen. Damit kann man halt Zertifikate erstellen, man kann die signieren, validieren, und man kann auch Zertifikate, ein Certificate Signing Request erstellen, womit man ein Zertifikat von einer Certificate Authority signieren kann, damit das Vertrauen auch bei normalen Browsern oder anderen Nutzern gegeben ist. Dazu kommt noch, dass ich mit dem Command-Line-Tool auch noch ganz viele kryptografische Funktionen nutzen kann. Ich kann damit Sachen verschlüsseln, ich kann entschlüsseln, ich kann Sachen signieren oder auch Signaturen überprüfen. Das macht man vielleicht etwas weniger im Alltäglichen. Und das Zertifikatsmanagement macht man wahrscheinlich auch eher selten und muss dann immer wieder nachgucken, wie ging das denn noch, weil das ist eigentlich relativ, also eigentlich nicht kompliziert, aber nicht gerade intuitiv, wie das funktioniert. OpenSSL ist dann noch eine Bibliothek für TLS-Verbindungen. SSL ist ja auch der alte Name für TLS, also für verschlüsselte Verbindungen zwischen Client und Server, also auf der TCP-Ebene. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, das steckt in ganz vielen Webservern mit drin. Das ist der Apache Nginx bei Akamai, wenn man das CDN benutzt, deren selbstgeschriebene Server benutzen das, HA-Proxy und so weiter und so fort. Und das ist aber auch eine Bibliothek, mit der ich normal Kryptografie machen kann. Also wenn ich irgendwas verschlüsseln will oder so. Ne, was ich auch über die Kommandozeile machen kann, kann ich auch programmatisch machen. Zudem ist das typischerweise die Schnittstelle, wenn man eine HSM benutzt. Eine HSM ist ein Hardware-Security-Modul. Und da bewahre ich dann geheime Schlüssel auf, zum Beispiel für Zertifikate oder für andere wichtige Daten. Und ist halt eine richtige Hardware, die ganzen Krypto-Operationen macht. Und die muss ich ja irgendwie ansprechen. Und typischerweise alle Hersteller von so einer HSM, die geben einem eine OpenSSL-API mit, weil die OpenSSL-Bibliothek unterstützt sogenannte Engines. Das heißt, da kann man sagen, die kryptografischen Operationen kann ich jetzt machen über die Bibliothek oder ich kann die delegieren an was anderes. Und das nutzen diese HSMs. Und was man damit machen kann, eine PKI, beziehungsweise die kann man nur so halb machen, das ist eine Public Key Infrastructure, das heißt, das ist die Zertifikatsverwaltung, also das, was Let's Encrypt macht. Zertifikate ausgeben, schauen, dass man Listen ausgibt, welche Zertifikate nicht mehr gültig sind und so weiter und so fort. Das kann man auch damit machen, und ich kenne auch so eine ganze Reihe von Projekten oder Unternehmen, die damit ihre PKI machen, was ich nicht unbedingt empfehlen würde, weil das ist halt ein bisschen Gefrickel mit dem Kommandozeilentool. So, schauen wir uns das mal ein bisschen übersichtlicher an. So als ITler machen wir immer schön Kästchen malen und schreiben da was rein. Fangen wir mal mit dem Roten an, dann ist auch so der Schichten, die Schichten davon von OpenSSL klar. Also ganz oben haben wir das Command-Line-Interface beziehungsweise unsere eigenen Applikationen, und die setzen dann entweder direkt auf libssl auf. Das ist halt die TLS, der TLS-Teil von OpenSSL, oder wenn man verschlüsseln will, auf libcrypto. libssl braucht natürlich auch Krypto-Funktionen und deshalb setzt es auch selber auf libcrypto auf. Daneben gibt es in grün dieses libtls. Das ist der Teil, wenn man LibreSSL benutzt, die haben sich dann doch getraut, den veralteten Namen SSL wegzuschmeißen und das neue TLS zu nutzen. Das ist jetzt aber im Moment gar nicht so wichtig. Und was vielleicht interessant ist, sind diese Engines. Das ist halt eine Anbindung, dass man die ganzen kryptografischen Funktionen über eine HSM steuern kann oder auch eine eigene Implementierung da reinbringt.
Und auf der anderen Seite ist dieses FIPS Object Module. Das FIPS ist der Federal Information Processing Standard. Das ist relativ wichtig, wenn man Aufträge der US-Regierung haben will. Denn die nehmen nur Software ab, die vielleicht auch nach diesem FIPS-Standard funktioniert. Oder viele Ausschreibungen haben das als Voraussetzung. Und OpenSSL ist da relativ stolz drauf, dass sie die einzige Open-Source-Implementierung von diesem FIPS-Standard sind. Das Problem dabei ist, dass FIPS das Modul sehr veraltet ist. Also man kann das nur gegen Quellcode mitkompilieren. Das wird nicht als Objekt ausgeliefert und das kann man nur kompilieren gegen eine spezielle Version, die völlig veraltet ist und die auch Sicherheitslücken hat. Was dann sehr lustig ist, weil die Auftraggeber darauf bestehen, dass man das, diesen Standard implementiert für die Sicherheit und dann eine unsichere Bibliothek nimmt und man sichert sich dann damit ab, dass man das in den Vertrag schreibt, dass das bekannt ist und dafür kein Risiko übernimmt. Also das ist so ein bisschen, naja, sollte man vielleicht auch gar nicht tun. Vielleicht habt ihr auch keine Aufträge von der US-Regierung. Ist vielleicht auch besser so. Im Detail kann man sich das dann nochmal aufsplitten. Da gibt es ganz viele. Was ich interessant finde, ist, dass bei den TLS-Komponenten SSL ist, gibt es noch in Bio-Qualität scheinbar. TLS darüber gibt es nicht in Bio-Qualität. Aber das ist nur ein Ausschnitt. Das soll auch nur zeigen, wie komplex das Ganze sein kann oder wird, wenn man das wirklich benutzen will. Weil wenn man da nochmal reinzoomen würde, dass sich noch weiter aufsplittet in ganz viele Teile, die man dann beachten muss. Und was ich damit eigentlich sagen will, das ist halt nicht so einfach zu benutzen. So, wir kommen jetzt, machen einen kurzen Einschub. Und letztes Jahr habt ihr das vielleicht mitbekommen, da gab es eine Analyse von berühmten Security-Experten und Kryptografen. Die haben gesagt, PGP, also das Verschlüsselungssystem für Mails, ist schlecht und das sollte verschwinden. Das hat sehr viel Wirbel gemacht, weil es wenig Alternativen dazu gibt. Man kann das auch analog sagen, was da kritisiert wurde, ist auch ziemlich das, was auch bei S/MIME, dem anderen Mail-Verschlüsselungssystem, vorhanden ist. Also ist in gleicher Weise vorhanden, das könnte auch weg. Und die haben gesagt, das ist so kaputt, dieses System, wir sollten das gar nicht erst weiterverfolgen. So, und ich schließe mich jetzt so ein bisschen an diese These an, beziehe das jetzt aber nicht auf PGP, sondern ich sage jetzt, OpenSSL ist schlecht und sollte verschwinden. Warum das so ist, das werde ich jetzt im weiteren Verlauf mal dann erläutern und dann könnt ihr sehen, ob ihr dem vielleicht zustimmt oder nicht. Aber ich schränke das ein bisschen ein, das ist so ein bisschen eine sehr absolute Aussage. Also vielleicht kann sich OpenSSL da noch verbessern, aber auf jeden Fall würde ich sagen, OpenSSL in seiner aktuellen Form ist schlecht und sollte verschwinden. Das sollte man nicht mehr benutzen, sondern man sollte sich nach Alternativen umsehen. So, warum ist das so? Dazu werfen wir jetzt mal einen Blick zurück in die Vergangenheit, und zwar einen relativ bösen Blick werde ich dazu in die Vergangenheit werfen. Also ich werde jetzt relativ viele negative Aspekte davon erwähnen. Es gibt durchaus auch positive, aber die unterfüttern jetzt nicht unbedingt das Argument, sondern es geht mehr darum, zu sagen, warum sollte das denn jetzt verschwinden? Also fangen wir mal an mit der Vergangenheit. Also ich könnte jetzt lange darüber referieren, wie das so mit OpenSSL angefangen hat. Das hieß erst SSL-Lee. Dann hat man sich zu OpenSSL umbenannt und so, aber also der eigentliche Punkt, wo man anfangen sollte und wo für die meisten OpenSSL auch überhaupt erst ein Begriff mit mehr Bekanntheit geworden ist, ist dieser Zeitpunkt hier. Das ist jetzt kein Zeitpunkt aufgeschrieben, sondern so ein Logo, das kennen vielleicht viele von euch, das ist das Logo des Heartbleed-Bugs. Das war 2014. Und eigentlich beginnt erst die Existenz in dem Bewusstsein vieler Leute von OpenSSL aufzutauchen, genau zu diesem Punkt. Ne? Vorher hat man sich damit halt nicht so gar nicht auseinandergesetzt, sondern OpenSSL hat man als gegeben hingenommen. Nochmal zur Erinnerung, was war denn Heartbleed? Dazu gibt es einen schönen XKCD, der das erklärt, aber es ist relativ auch einfach zu beschreiben. Also es gibt eine Heartbeat-Erweiterung, die man sagt, Server, bist du noch da? Ja, und dann gibt es so eine Art Ping-Pong, damit man weiß, dass so eine langlebige Verbindung noch besteht. Und die funktioniert so, dass ich dem irgendwelche Bytes schicke, also sagen wir mal einen String und die Länge davon, und der Server soll mir das zurückschicken. Ja? Und das Problem dabei war, dass man die Länge vom Server nicht überprüft wurde. Also ich könnte da hinschreiben als Client, ich mache jetzt einen Ping, das wären jetzt 4 Bytes, aber ich sage, das ist 500 Bytes lang. Und dann hat der Server einfach 500 Bytes aus seinem Speicher ausgelesen. Das hatte natürlich
ziemlich katastrophale Auswirkungen, weil wenn ich einfach Speicher auslesen kann, bei OpenSSL können da halt sehr sensitive Daten drinstehen. Zum Beispiel Verschlüsselungskeys oder Private Keys von Zertifikaten, von anderen Verbindungen und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, eigentlich war man damit alles, was mit OpenSSL, alle Verbindungen, die damit hergestellt wurden, eigentlich als kompromittiert anzusehen. Und das gesamte Schlüsselmaterial dazu auch. Ne? Und das hat das Besondere, oder die besondere Brisanz ist halt der Markteinteil, der davon damals war. Das, wenn wir uns das hier sehen, das ist ungefähr so dieser Zeitraum, seitdem das drin ist. Und da ist Apache halt noch bei 60% und später steigt auch noch Nginx entsprechend auf. Also wir haben mehr als die Hälfte des Internets, wurde von OpenSSL bedient bei ihren verschlüsselten Verbindungen, die eigentlich alle kompromittiert waren. Und das hat ein ziemlich starkes Nachbeben und Nachwehen erzeugt. Und zwar waren das nur mal beispielhaft, also es gab riesige Passwortwechselaktionen und zwar weltweit. Ich weiß noch, dass ich damals von meinem Online-Banking, also meinen Banken, bei denen ich Online-Banking habe, alle aufgefordert wurde, meine Zugangspins für das Online-Banking zu ändern. Und auch noch von ganz vielen anderen Services, die ich so benutzt habe, gab es Mails, bitte alle die Passwörter ändern, weil wir nicht mehr sicherstellen können, ob die nicht mal ob das noch sicher war, ob diese Verbindung, also ob die über eine verschlüsselte TLS-Verbindung ging. Dazu kam, dass natürlich die ganzen Zertifikate zurückgezogen werden mussten, weil man davon ausging, dass deren Schlüssel vielleicht kompromittiert waren. Das war jetzt erstmal nicht so ganz so schlimm. Neue Zertifikate mussten halt dann ausgerollt werden. Was schlimmer war, der Mechanismus, um zu sagen, dieses Zertifikat wird zurückgezogen, hat man dann gemerkt, waren alle kaputt. Weil da waren dann halt, das wird normalerweise über so eine Liste gemacht, eine CRL, eine Certificate Revocation List. Und bei dieser Liste stehen dann halt Zertifikate drauf, die aus Gründen, verschiedenen Gründen zurückgezogen sein können. Zum Beispiel, weil sie kompromittiert wurden. Und die wurden dann so groß, dass jede Menge End-Clients damit gar nicht mehr klarkamen. Also alles, was im Embedded-Bereich war, die wenig Speicher haben, die sind dann leider abgestürzt, weil die haben dann irgendwelche mehrere hundert Megabyte großen Listen bekommen und hatten irgendwie einen Arbeitsspeicher von mehreren hundert Kilobyte vielleicht. Und das hat dann halt nicht funktioniert. Und das war sozusagen der erste große Test für diesen Mechanismus. Und der ist dann leider, hat man festgestellt, dass das nicht gut geklappt ist. Es gibt jetzt noch andere Mechanismen wie OCSP oder OCSP Stapling. Die machen das etwas besser, aber die haben auch immer noch ihre eigenen Probleme. Was noch daraus entstanden sind, sind zwei Forks. Das ist LibreSSL und BoringSSL. LibreSSL hatte ich am Anfang schon erwähnt. Da kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen mehr im Detail drauf. Und BoringSSL ist ein Fork von Google, der zum Beispiel im Chrome-Browser benutzt wird. Den kennt man sonst vielleicht nicht so sehr, weil die den nicht, die haben den zwar veröffentlicht, ist auch Open Source, warnen aber davor, dass man den benutzen sollte, weil sie sich das Recht ausnehmen, da beliebige Änderungen zu machen, wie es halt am besten für Chrome oder für Google passt und keine Rücksicht darauf nehmen und das nicht als Library beachten, die jetzt von anderen groß benutzt wird. Deshalb werden wir heute auch nicht mehr darauf eingehen. Und die Linux Foundation hat die Core Infrastructure Initiative gegründet. Und die sollte sich, also da hat man dann halt gemerkt, OpenSSL kann man nicht als gegeben hinnehmen, sondern da müssen wir den irgendwie mal unter die Arme greifen. Und diese Initiative hat halt kritische Bibliotheken, die wir so brauchen im Internet. Nicht nur OpenSSL, aber vor allem OpenSSL halt bietet den Sponsoring an. So dass wir jetzt zurzeit von denen zwei Vollzeitentwickler gesponsert haben. Ja? Was ich ganz witzig finde, dass halt dass auch noch andere, außer jetzt das direkt die Sicherheit betreffende Nachwirkungen hat, zum Beispiel das Heartbleed war die erste, die so eine schöne Website bekommen hat und einen eigenen Namen als Lücke, sonst waren das einfach irgendwelche CVE-Nummern. Und jetzt ist das ja gang und gäbe, dass wenn man eine Lücke gefunden hat, dass die eine schöne Website bekommt und die vielleicht auch schon vorher veröffentlicht wird, so mit so einem Coming Soon und dass die ganz tolle Namen bekommen. Ne? Hat man jetzt bei den Intel-Sachen mit Meltdown und Spectre gesehen, aber das ist sehr häufig so. Zudem war das erste Mal, wo ich das so wahrgenommen habe, wo auch ein riesiges Medienecho außerhalb unserer IT-Blase gab, was dann auch so zu lustigen Sachen wie diesem Heartbleed-Virus-Tag geführt hat, was natürlich völlig
daneben ist, weil es kein Virus ist und sich nicht verbreitet und so weiter und so fort. Aber naja, der war eine ganze Zeit die Nummer 1 bei Twitter, als das bekannt wurde. Und was erschreckend ist, 2017 gab es immer noch über 200.000 Server, die Heartbleed betroffen waren, also die diese Lücke nicht gefixt haben. Und auch heute kann man, wenn man mit zum Beispiel einer Suchmaschine wie Shodan danach sucht, auch noch jede Menge betroffene Systeme finden. Also das ist halt alles andere als gut. So, gut. Das ist also ganz schlimm gewesen, dadurch ist LibreSSL entstanden. Na, was ist LibreSSL? Das ist der Fork von den OpenBSD-Leuten und die haben sich das mal angeguckt und da hatten die so ein paar Punkte gefunden, denen nicht so gut gefallen haben. Na, also es gibt keine Architektur, die man sich irgendwie mal dokumentiert ist und auch niemand, der die entscheidet. Dann gibt es jede Menge Go-To-Statements, die, wie wir wissen, ja vielleicht nicht der beste Stil sind. Und dann gibt es jede Menge Inline-Assembly-Code, der natürlich auch dazu beiträgt, dass es weder lesbarer ist noch sicherer. Der Coding-Style ist sehr konfus und es gibt sehr viel verschiedene da drin. Dann wird viel über Makros, über C-Makros gemacht, die man nicht gut lesen kann und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Und dann hat man gesagt, das ist eigentlich nicht so gut zu retten, sondern wir machen unsere eigene Variante. Also wir tragen nicht zu OpenSSL bei, wie es ja im Open-Source-Bereich eine gute Sitte gewesen wäre, sondern wir forken das. Und die haben sich dann daran gemacht, also erstmal haben sie alles, was kryptografischer Schrott war, alles entfernt. Dann haben sie irgendwelche Betriebssysteme, die kein Mensch mehr kennt und benutzt, auch entfernt. Und haben sich gekümmert, dass der Quelltext besser lesbar ist, indem sie Makros entfernt haben oder auch wenigstens einen einheitlichen Coding-Stil hatten. Sie haben die aktuellen Verschlüsselungsverfahren hinzugefügt und sind dabei aber gleichzeitig noch API-kompatibel geblieben zu OpenSSL 1.0.1. Das heißt, man könnte das sozusagen als Drop-In-Replacement nehmen. Jetzt hat sich das so ein bisschen auseinanderentwickelt, weil die API auch mehr nicht so besonders gut ist, da kommen wir gleich nochmal drauf, ist eine verbesserte API angeboten, damit man in Zukunft das benutzen kann. Das war eigentlich schon ganz gut. So, jetzt kann man sich fragen, warum war denn die OpenSSL eigentlich in so einem schlechten Zustand? Das kam ja nicht von irgendwer und warum ist das vielleicht auch immer noch so einem? Und das hat relativ leichte Erklärungen. Das Spendenaufkommen für eine der wichtigsten Bibliotheken war ungefähr $2.000 im Jahr. Also ich kann davon nicht leben. Davon kann wahrscheinlich auch kein anderer leben. So, das heißt, es hat insgesamt eine Vollzeitkraft dran gearbeitet und ein paar Freiwillige. Und diese Vollzeitkraft hat sich halt dadurch finanziert, dass sie dann Consulting dazu angeboten hat und Features implementiert hat, die vielleicht irgendwelche Kunden wollten, aber eher weniger über die Pflege. Das sind insgesamt 500.000 Zeilen Code, also über den Daumen gepeilt. Ich weiß nicht, wer von euch den Überblick über 500.000 Zeilen Code behalten kann. Allein 250.000 davon wurden von dieser Vollzeitperson gereviewt. Also meine Projekte sind meistens nicht so groß und darüber den Überblick zu behalten ist schwer. Und Bugs sind da halt viel weitreichender, als wenn bei uns irgendwo in der Webentwicklung vielleicht mal der Pixel schief hängt, als wenn ich hier auf einmal weltweit einen Passwortwechsel auslöse. Und das hat man auch erkannt. Also das Geld, diese Spenden werden von der OpenSSL Foundation verwaltet und der Präsident hatte da mal gesagt, ja, the mystery is not that a few overworked volunteers missed this bug. The mystery is why it hasn't happened more often. Also eigentlich war das vorprogrammiert, wie das so ging. Und hätte man das jetzt nicht auch früher erkennen können, dass es so ist? Na gut, mit den Spenden, das weiß man vielleicht halt nicht, wie viele Spenden da aufkommen, aber man könnte sich auch mal den Code angucken. Ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist ein Patch, der aufgenommen wurde, der ist jetzt nicht besonders groß. Und wenn man da jetzt genau drauf guckt und man muss jetzt auch gar kein C können, dann kann man diesen Fehler wahrscheinlich erkennen. Und zwar dieser hier. Da sollte eigentlich ein Oder sein, da wurde aber eine doppelte Verneinung gemacht und das Gesamte ergibt einen Syntaxfehler. Das kompiliert noch nicht mehr. Das ist jetzt in so einem IfDef-Makro, das heißt in C kann ich bestimmte Sachen kompiliere ich nur, wenn ich bestimmte Variablen gesetzt habe. Und scheinbar wird das nicht überprüft oder nicht kompiliert mit diesem Ding. So, jetzt hat man das gefixt. Ne? Hier
Das ist der Fix. Und wer jetzt aufgepasst hat, der sollte mal gucken, wann das passiert ist. Das ist im Oktober 2015 gefixt worden. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Der Bug ist im März 2004, also 11 Jahre vorher, eingecheckt worden. Das heißt, 11 Jahre lang gab es Code, der überhaupt noch nicht mal kompilieren konnte. Und das hat keiner bemerkt. Also das sagt das, für mich sagt das sehr viel darüber aus, wie die Codequalität da ist und wie man mit Patches und fremden Code auch umgegangen ist. Nun gut, es gab noch ein, was bezeichnend ist. Das muss man sich jetzt nicht alles durchlesen. Das ist jetzt eine Mail. Da will einer eine Zeile entfernen, und zwar vom Debian ist das der Maintainer, und der sagt hier, mein statisches Analyse-Tool, das meckert, und ich würde das gerne entfernen. Und er sagt, fragt das auf der OpenSSL-Mailing-Liste, auf der Dev-Mailing-Liste. Was haltet ihr denn davon? So, das sind die Antworten. Muss man sich jetzt auch nicht im Detail durchlesen, aber wichtig ist, die ersten beiden Antworten sagen, ja, kann man wohl ruhig machen. Das sind Leute auch gewesen, das habe ich jetzt rausgeschnitten, die haben eine OpenSSL E-Mail-Adresse. Also sind offiziell Entwickler, die da Commit-Zugriff haben und haben darauf nicht geguckt. Ja, was war jetzt das Problem? Das hat gemeckert, weil nicht initialisierter Speicher gelesen wurde. Das war aber notwendig, um Zufallsdaten zu bekommen. Nachdem das entfernt wurde, gab es nicht mehr so viel Zufall, sondern es gab nur noch eine andere Zufallsquelle, und das war die Prozess-ID, davon gibt es irgendwie 32.000, hast du nicht gesehen. Und das heißt, Debian hat jede Menge SSH-Schlüssel erzeugt, die eigentlich gleich waren. Die mussten dann auch alle gewechselt werden, also es gab nur noch 32.000 Möglichkeiten. Da kamen Listen raus mit all diesen 32.000 Möglichkeiten. Man konnte sich halt mit den Schlüsseln auf alle möglichen Debian-Systeme verbinden. Ja. Und hier ist halt sehr problematisch, dass derjenige, der das entfernen wollte, sich noch nicht mal sicher war, sondern extra fragt, und die OpenSSL-Leute da vielleicht auch nicht so richtig drauf geguckt haben, wahrscheinlich, weil sie zu wenig Zeit hatten oder sich nicht damit richtig beschaffen können oder 500.000 Zeilen vielleicht auch zu viel sind, und haben gesagt, ja, mach mal ruhig. Ne? Also das ist gar nicht gut. So, das ist jetzt alles schon was her, das war von 2005, dieses OpenSSH-Debian-Fiasko. Wie ist das denn jetzt heute? Ne? Hat sich das jetzt geändert? Heartbleed ist jetzt auch schon einige Jahre her. So, wie ist der Stand heute? Also viele Altlasten hat man dann doch entfernt. Da hat man sich dann so HyperSSL als Vorbild genommen und ganz schön viel weggemacht. Was nicht, also alte Krypto oder auch der Coding-Style wurde vereinheitlicht. Und jetzt gab es auch mehrere Audits vom Source Code, auch von professionellen Security-Firmen. Und die haben eigentlich da, also erst wurde relativ viel gefixt. In neuerer Zeit kamen auch ganz gute Audits, zum Beispiel von TLS 1.3, das hat Akamai gesponsert. Und da kamen nur noch ganz wenige Findings raus. Also die Codequalität hat sich deutlich verbessert. Und auch der Entwicklungsprozess hat man mehr formalisiert. Formalisierten Entwicklungsprozess will man vielleicht gar nicht immer so haben. Ne? Also agile Entwicklung und mehr Freiheiten sind modern, aber im Bereich Security muss man vielleicht halt ein bisschen mehr Formalien anhalten, damit so die Fehler, die ich gerade euch gezeigt habe, vielleicht nicht mehr so passieren. Ne? Also wann wird ein Patch aufgenommen, könnte man vielleicht formalisieren. Und das ist alles geschehen. So, dann sollte jetzt alles im Butter sein, kann man sich denken. Das stimmt aber nicht, weil das Problem ist, Kryptographie ist halt ziemlich schwierig. Ne? Und zwar erstmal für die Implementierer. Deshalb heißt es auch immer, man soll keine eigene Kryptographie schreiben. Ne? Und auch bekannte Algorithmen soll man nicht selber implementieren, weil die korrekte Implementation ist schwierig. Da muss man die noch gegen eine ganze Reihe von Seitenkanalangriffen absichern. Das sind so Sachen, also es gibt sehr abgefahrene Sachen, die man mal, ich will nur ein Beispiel nennen, man konnte mit dem Handy, mit dem Mikrofon vom Handy, das hat man neben dem Computer gelegt, das Knacken der Transistoren im Prozessor hören. Das kann man also aufnehmen, das kann man so nicht hören. Wir als Menschen, aber so ein Mikro kann das aufnehmen. Und anhand diesem Knacken kann man rauskriegen, welche Befehle ausgeführt werden. Und damit kann man sehen, zum Beispiel die Schlüssellängen und so einen Schlüssel knacken. Und sowas muss man dann absichern, indem man wirklich sehr low level versucht, da sozusagen weißes Rauschen reinzubringen. Und das ist sehr schwierig. Das kann man nicht, wenn man nicht die entsprechende Ausbildung hat, beziehungsweise das sehr lange getan hat und das alles kennt. So. Und das Dritte ist, das muss sehr schnell sein. Also man kann das vielleicht sicher implementieren, aber dann ist es sehr langsam. Und es gibt so ein
Also ich habe mal gehört, wenn es schnell ist oder sicher, dann nehmen die Leute immer das Schnelle und nicht das Sichere. Von daher ist das halt schon nicht so einfach. Aber OpenSSL macht das jetzt ja für uns, aber Kryptographie ist dadurch immer noch schwierig, weil jetzt sind wir die Anwender, wir schreiben das nicht selbst, aber als Anwender wird das auch schwierig. Also welchen Cipher, also welche Verschlüsselungsverfahren nutzen wir denn und welche Hash-Funktionen kann man denn benutzen? Sollen wir jetzt asymmetrisch oder symmetrisch verschlüsseln? Und in welchem Modus? Was ist überhaupt der Modus bei Kryptographie? Brauchen wir jetzt einen Block oder einen Stream-Cipher? Und was sind vernünftige Schlüssellängen? Okay, was ist jetzt ein Nonce und was nehmen wir da? Oder Initialisierungswerte, ein IV, was nehmen wir denn da? Müssen wir erst Mac Send Encrypt machen oder Encrypt Send Mac oder ARD? Und was heißt das überhaupt? Also ARD ist Authenticated Encryption with Associated Data. Okay, wissen viele wahrscheinlich von euch jetzt auch nicht, ist also auch nicht so schlimm. Aber da sind halt viele Entscheidungen zu treffen, die mir das OpenSSL jedenfalls nicht abnimmt. So, also ich kann euch mal Beispiele nehmen, was ist jetzt eine gute Verschlüsselung? Ne? Also wenn ihr was eine symmetrische Verschlüsselung wollt, also ihr wollt auf der Festplatte einen File verschlüsseln, dann könntet ihr XSalsa 20 und Poly 1305 nehmen. Das werden vielleicht auch sehr wenige von euch schon mal gehört haben, aber das wäre eine gute Alternative. Was schon mehr gehört haben, wären vielleicht AES. Das ist der Advanced Encryption Standard. Der ist relativ bekannt. Aber da ist jetzt, steht ja nicht AES, sondern da steht AES 256 GCM. Was soll das jetzt wieder bedeuten? Und wenn man jetzt AES ECB nimmt, das ist dann gar nicht so geil mehr. Weil, ich illustriere das mal. Wir verschlüsseln Bild vom Tux, dem Linux-Maskottchen. Und da sehen wir links, was wir verschlüsseln wollen. Und in der Mitte sehen wir, wenn wir ECB benutzen als Modus. Wie man da erkennen kann, ist der Tux immer relativ gut zu erkennen. Ne? Also da wird die Struktur nicht verborgen. Das kann katastrophale Auswirkungen haben. Ne? Also zum Beispiel könnte ich sagen, eine Banküberweisung, die ich über eine verschlüsselte Verbindung mache mit ECB, die hat immer die gleiche Struktur. Das heißt, ich wüsste, an welchen Stellen zum Beispiel der Betrag steht oder der Empfänger. Und da könnte ich jetzt einfach was manipulieren und dann wird ein falscher Betrag überwiesen oder an einen falschen Empfänger. Also es ist jetzt nicht so einfach, einen falschen Empfänger zu machen, weil das entschlüsselt sich dann wahrscheinlich zu irgendeinem Empfängermüll. Aber den Betrag zu manipulieren, das wäre jetzt schon eher weniger das Problem. Ne? Also das ist nicht gut, die Struktur zu haben. Eigentlich wollen wir das haben, wie ganz rechts. Wir wollen weißes Rauschen haben, beziehungsweise Rauschen. Ganz weiß ist das ja nicht. Und das wäre zum Beispiel dieser GCM-Modus, den wir haben wollen. Und der GCM-Modus hat noch eine weitere Eigenschaft, die wir haben wollen. Der sorgt dafür, dass eine Manipulation, wie ich die gerade versucht habe zu erklären, was man machen könnte, auch nicht mehr möglich ist, weil der direkt eine Integritätsprüfung hat. Also, wir können uns merken, Kryptographie anzuwenden, ist auch sehr schwierig. So, OpenSSL ist aber hauptsächlich ja schon durch den Namen für SSL oder TLS bekannt. Und TLS ist aber noch viel schwieriger, weil TLS besteht erstmal aus verschiedenen Unterprotokollen. Also es gibt das Record-Protokoll, das sind so die Datenpakete, die über die Leitung laufen. Da kann man eine Fragmentierung drin haben, der setzt sie wieder zusammen, die richtige Reihenfolge und so weiter. Dann gibt es den Handshake, das ist mit das Wichtigste. Da wird ausgehandelt, okay, welche Verschlüsselung nehmen wir denn jetzt? Zum Beispiel die AES-Verschlüsselung, ECB, die nicht so sicher ist, die ich gerade gesagt habe, oder vielleicht die AES-GCM, die bessere. Dann kann man den Schlüssel ändern. Es gibt ein Alert, das sind so für, wenn was schief läuft. Und dann gibt es dann nochmal Application, also da gibt es noch jede Menge Schichten innerhalb von TLS. Also es ist nicht einfach. Da muss man bei TLS mit Zertifikaten umgehen und da steht ASN1. Das ist eine Notation dafür, für Bytes. Das ist die Abstract Syntax Notation. Wer damit mal gearbeitet hat, der hat immer so PEM-Dateien oder DER-Dateien oder BER-Dateien. Der weiß, das ist auch alles gar nicht einfach. Und das Parsen und das richtig Verarbeiten von so einem Zeug ist auch sehr schwierig. Und dann gibt es noch so Sachen hier, Server Name Indication und ALPN, das sind so Extensions dafür, die man alle machen muss. TLS hat relativ viele Extensions. Da spielen dann wieder andere Protokolle rein. Also mit diesem ALPN kann man sagen, ich will jetzt HTTP2 sprechen. Also da muss man auch noch die Komplexität von ganz anderen Sachen auch wieder kennen. Das ist, also für mich ist das ziemlich überkomplexes Zeug. Und das hat auch die Folge darauf, dass es jede Menge Angriffe schon auf TLS gab. Ich habe da mal so ein paar aufgelistet, die haben auch alle tolle Namen, Freak und Beast und Crime und Breach und die Lucky 13 und einige davon sind halt, weil das Protokoll falsch implementiert wurde,
oder missverstanden wurde oder weil Fehler in der Spezifizierung vom Protokoll sind. Deshalb gibt es halt verschiedene TLS-Versionen. Und dazu gibt es dann auch noch Implementierungsfehler innerhalb von OpenSSL. So, ist also keine gute Sache. So, jetzt kann man sich fragen, was hat das denn mit der Implementierung von OpenSSL konkret zu tun? Weil OpenSSL ist halt nur die Implementierung. Die spezifizieren ja nicht das Protokoll. Das hat ja das IETF, die Internet Engineering Task Force, gemacht. Das ist jetzt nicht die Schuld von OpenSSL. Aber wenn wir schon eine komplexe Protokoll haben, dann wäre es ja gut, wenn wir eine einfache API haben. Und das will ich mir mit euch jetzt gerne mal anschauen, wie das denn so bei OpenSSL ist. So, ich habe jetzt mal die Seite aufgerufen von OpenSSL, sehen wir jetzt hier die Webseite, es ist OpenSSL, die Startseite. Gut, wir können jetzt mal sagen, wir wollen irgendwie eine TLS-Verbindung aufbauen. Dann gehen wir mal in die Dokumentation, Docs, das ist ja noch ganz gut. Das ist die direkt auf der Top-Level-Ebene gibt, aber wenn wir uns jetzt anschauen, der erste Abschnitt geht um OpenSSL 3. Wie soll das aussehen in Zukunft? Das gibt es aber noch nicht, ne? Das ist also so ein Design. Damit können wir nichts anfangen. Okay, FAQ sind auch ganz gut, brauchen wir jetzt aber auch konkret nicht. Dann kommt FIPS, das wollen wir gar nicht haben, das ist halt kaputt. Und dann kommt die eigentliche Dokumentation, aber das sind alles Man-Pages. Man-Pages sind halt so die uralte Unix-Style von Doku, die Manual-Page, die immer so ein Kommando oder eine Funktion dokumentiert. Das ist vielleicht gar nicht das Beste, weil ich will ja irgendwie einen Ablauf haben, wie baue ich eine SSL-Verbindung haben, so eine Art Tutorial oder Schritt für Schritt und nicht sonst was. Und das Dritte ist, hier wird noch auf ein OpenSSL, also auf eine externe Dokumentation verwiesen. Die hat jetzt aber mehr damit zu tun, wie man Server richtig konfiguriert. Also gehen wir mal in die Man-Pages rein und sagen, okay, aktuelle Version wollen wir haben. Was könnten wir uns jetzt aussuchen? Kommandos brauchen wir nicht sonst wie. Wir gucken mal bei den Overviews. Okay, wir haben jetzt, es gibt ganz viele Overviews, aber bei uns interessiert wahrscheinlich SSL. Dann schauen wir mal, Man-Pages. Das lesen wir uns jetzt nicht alles durch. Was ich euch aber gerne zeigen würde, ist das hier. Hier sind die Funktionen dokumentiert. Und wie man sieht, sieht man die Signatur der Funktion. Und nochmal eine Signatur. Und Signaturen 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 und Signaturen. Und ganz selten mal haben wir auch eine Dokumentation darüber, wie man diese Funktion vielleicht benutzt oder was die macht. Das ist aber, damit kann man wenig anfangen. Ne? Und das geht jetzt hier verdammt lange so weiter. Das ist alles undokumentiert. So, und jetzt gibt es so ein paar Verweise auf, aber überhaupt nicht. Ich sehe daran nicht, wo ich jetzt was weitersuchen soll, sondern die sind irgendwie verwandt. Ne? Also das ist halt nicht das, was man eigentlich irgendwie von einer guten Dokumentation erwarten würde. Also so kriege ich jetzt keine SSL-Verbindung vernünftig hin, die einfach mal zu programmieren mit OpenSSL. Gut, machen wir eine einfachere Sache. Wir gehen nochmal in die Manual-Pages, wir wollen das verschlüsseln. Ich habe ja gerade erwähnt, TSS ist noch 10-mal komplexer als eine einfache Verschlüsselung. Also, wo gehen wir hin? Wieder in den Überblick, in den Overview. Da könnten wir uns mal anschauen, Krypto könnten wir uns mal anschauen. Okay. Description steht hier irgendwie, damit kann man Sachen verschlüsseln und das, mehr gibt es nicht. Ne? Also es gibt hier noch so Notes, aber da steht überhaupt nicht, wie ich überhaupt irgendwas verschlüssel. Und der Verweis zeigt mir aber auf die Hauptman-Page oder auf SSL, das will ich aber nicht. Also verschlüsseln ist jetzt auch nicht so einfach. Das Problem dabei ist, man hat jetzt nicht so gute Namen gewählt. Ich gehe jetzt nochmal zurück in den Overview, weil verschlüsseln kann man mit EVP. Das sind nämlich die High-Level-Cryptographic-Functions. So, das heißt, okay, hier sehe ich was. Ganz viele Funktionen werden erklärt, aber auch kein Code-Beispiel, nichts. Na, es gibt hier Encrypt-Funktionen. Dann gehe ich mal vielleicht mal nach Encrypt. Oh, da gibt es eine ganze Menge an Sachen, die ich encrypten kann. Und da gibt es das erste Mal ein Beispiel, was aber nicht so geil ist, weil das auch nur die Funktionssignaturen sind. Na? Das heißt, hiermit komme ich auch nicht so viel weiter. Hier wird noch ein bisschen erklärt, was die Funktionen so machen und was man vielleicht beachten muss. Aber das ist keine Sache, die ist sogar sehr ausführlich. Aber weil sie auch hier zum Beispiel bei den Return Values alles nochmal beschreibt, was oben auch schon in der Synopsis stand. Also ja, also damit kann man relativ wenig anfangen. Ich will jetzt ja auch nicht unbedingt C programmieren.
Aber sagen wir so, wer das machen muss, der ist aufgeschmissen. Der muss alles wissen, was sich hierhinter verbirgt, muss sich da sehr gut einarbeiten und ist auch nicht davor gefeit, viele Fehler zu machen. Ne? Weil, also das ist keine angemessene Dokumentation, die man dafür brauchen kann. Ne? Funktionssignaturen zu machen, hilft mir ja nicht, sondern ich will wissen, welchen Cipher will ich denn benutzen und was muss ich dabei beachten, welchen Modus und so weiter und so fort. Wie man das besser macht, kann man hier sehen. Das ist eine andere Bibliothek, Libsolium, die würde ich immer empfehlen. So, und da kann man schon mal gucken, okay, hier sind so, wofür kann ich das benutzen? Wir wollen irgendwas verschlüsseln. Dann kann ich mir das angucken und das fängt schon an, viel besser mit einem Example. Dann erklärt es, wozu brauche ich das, ne, und wozu ist das gut und erklärt dann so nach und nach, was ist dabei passiert. Ne, also was passiert hier drin und wozu brauche ich das und wie mache ich das richtig. Ne, also das ist eine viel, viel bessere Dokumentation, wie man sowas machen würde. Auch die API ist deutlich besser, weil es nicht irgendwie eine Zillion Funktionen gibt, sondern hier gibt es halt irgendwie 5 Funktionen, um was zu verschlüsseln. So, ein anderes Beispiel wäre, das ist Cryptography, das ist von Python, eine Library. Was die ganz schön machen, die haben hier so eine High-Level-Library, da gibt es Fernet und das kann man hier mit 5 Zeilen kann man was verschlüsseln und das ist alles ganz gut erklärt, was man da beachten muss. Wie gesagt, gehen wir jetzt alles nicht durch. Und wenn man es besser weiß, gibt es auch die Low-Level-Libraries. Und hier oben haben wir dann direkt ein großer Warnhinweis, ne? Dass man, wenn man das benutzt, dann sollte man sich sicher sein, was man tut. Ne? Weil das kann gefährlich sein, das kann sehr gefährlich sein. Und das hier, was wir jetzt hier als sehr gefährlich sehen, das abstrahiert nochmal ungefähr 90% von dem weg, was wir bei OpenSSL gesehen haben. Ne? Und von daher kann man das hier entsprechend kurz fassen, sowas. Ich hatte noch ein Beispiel, das habe ich jetzt rausgeschmissen, wie das in OpenSSL geht, das hatte ich vorbereitet. Das nimmt aber, wenn wir das in PowerPoint packen, ungefähr 6 Seiten weg, was wir hier in 5 Zeilen machen können. Und das liegt nicht an dem ganzen C-Zeug, dass man jetzt irgendwelche Memory-Allokationen macht oder sonst wie. Wenn wir das rausschmeißen, bleiben immer noch 4 Seiten übrig. Also rein, wie man diese Sachen ansteuert. Von daher geht es besser, als OpenSSL das macht. Und zwar so. Gut. Schauen wir uns jetzt nochmal kurz was anderes an. Ich habe noch nicht aufgegeben zu verschlüsseln, sondern ich mache das jetzt über die Kommandozeile. Die abstrahiert mir das auch weg, was ich sonst in C machen will. Also mache ich mal OpenSSL. Ich will einen Help haben. Dann gibt es hier ganz viele Kommandos, die wir uns angucken können. Aber hier, Cypher-Commands, da kann man gucken, wie viel, also nein, für Verschlüsselung, also gucken wir uns das mal an. Machen wir OpenSSL eng, dann gibt es ein Help, minus Help natürlich. So, und dann könnten wir jetzt hier angucken, okay, gibt 2 wichtige Sachen. Erstmal hier Ciphers und List. Da können wir uns angucken, womit wollen wir das denn eigentlich so unbedingt hervorgeht. Gut, wir machen jetzt mal Folgendes. OpenSSL Enkellist. Ich vergesse mal das Minus. Oh, das sind ganz schön viele. Ne? Welchen sollen wir denn jetzt davon nehmen, von diesen Cyphern? Ich hatte ja gerade gesagt, AES wäre vielleicht ganz gut. Okay, wir haben hier AES, ECBs. Mit irgendwelchen Nummern, wo man noch nicht so weiß, was das unbedingt ist. Ich verrate das mal, das sind die Schlüssellängen. Also sagen wir, wir machen jetzt minus AES, 128 Bitschlüssel, das ist sicher, und würden ECB nehmen. Aha. Das heißt, hier können wir jetzt ein Passwort machen. Ich werde das jetzt nicht alles vorführen, sondern man sieht, also eine schlechte Entschlüsselung mit ECB-Modus würde schon mal funktionieren. Jetzt sagen wir mal, wir machen aber GCM. ARD, also die Ciphers, die man nehmen will, die werden nicht supported. Ja, warum ist das so? Ja, OpenSSL sagt einem, dann braucht man einen Initialisierungsvektor oder einen Nonce und das sollte nie gleich sein bei demselben Key. Und deshalb verbieten wir dir das. Das ist nämlich schlecht, weil du musst ja damit umgehen. Aber
Das muss ich sowieso immer. Und besser eine Möglichkeit zur sicheren Verschlüsselung als nur die schlechte anbieten. Manchmal das hier, was hat das auf sich? Okay, da geht's jetzt. Ja, wo ist der Unterschied? Das OpenSSL, was ich hier benutze, das ist das Original OpenSSL. Ja? Das OpenSSL, was ich bei der zweiten Variante genutzt habe, das ist LibreSSL. Also die haben gesagt, das ist das, was wir haben wollen. Und nicht, also wir wollen nicht, kann ich auch damit machen, also unsichere Verschlüsselung wird immer noch unterstützt, aber auch die sichere unterstützen wir, und soweit du eigenverantwortlich handelst, ist das erstmal deine Sache, weil auch wenn ich das in C programmieren würde, mir das selbst mache, dann müsste ich mit diesem Initialisierungsvektor halt irgendwie umgehen. Gut, was haben wir jetzt gesehen? Auch das Kommandozeile ist jetzt nicht so, was man unbedingt haben will. Die wollen einem vor einem selbst schützen, machen es aber in einer ziemlich schlechten Weise. So, gut. Kommen wir zurück dazu, zu der Präsentation. Wie sieht denn jetzt so eine vernünftige API aus, wenn wir das haben wollen? Ne? Also, wir brauchen geringen Umfang und geringe Komplexität. Ne? Also, wenn ich was verschlüsseln will, dann reicht vielleicht eine Funktion und die sagt, du brauchst dich um nichts kümmern, sondern du kriegst ein aktuelles und vernünftiges Verschlüsselungsverfahren. Man sollte das vielleicht den Python-Way machen und nicht den Perl-Way. Was heißt das? Python sagt, es gibt genau einen richtigen Weg, was zu tun. Und Perl sagt ja immer, es gibt ganz viele Dinge, was zu tun. Das mag bei anderen Sachen vielleicht ganz schön sein und sehr elegante Programme erlauben. Aber wenn man einen Weg hat, kann man den auch nicht so sehr falsch machen. Standardmäßig sollte man sichere Sachen haben und keine unsicheren Sachen erlauben. Und man sollte die Fehlbedienungen ausschließen, soweit das geht. Ist nicht überall gegeben, aber man kann sehr viel testen an Eingabeparametern. Und weshalb ich hier gerade betreutes Surfen im Internet gemacht habe, die Dokumentation sollte gut sein und vor allem strukturiert sein, gerade in dem Teil von Security. Jetzt fragt man sich, okay, OpenSSL ist ja schon lange da und die müssen kompatibel bleiben. Na, das ist immer so eine Frage, wollen wir das bleiben oder machen wir immer alles kaputt? Und im Bereich Security würde ich sagen, beim Bugfix, da können wir kompatibel bleiben. Aber wenn Krypto kaputt ist, dann bleiben wir nicht mehr kompatibel. Dann sollte das nicht mehr kompilieren oder nicht mehr funktionieren. Oder wenn wir sogar eine neue Best Practice haben und sagen, unser Standardverschlüsselungsverfahren ist jetzt Xsalsa mit Poly, dann sollte es auch nicht mehr kompilieren, weil das muss dem Anwender, derjenigen oder dem Betreuer, der Betreuerin von dieser Software direkt ins Gesicht springen. Es hat sich was geändert. Man könnte kompatibel bleiben, aber dann muss man das halt irgendwie mit einem Flag im Build oder bei anderen Sprachen mit einem Flag beim Starten machen, der standardmäßig ausgeschaltet ist, weil man braucht vielleicht eine Übergangsphase oder manchmal braucht man auch kaputte Verfahren, um zu testen. Also wenn ich ein Testtool schreibe, unterstützt mein Server jetzt noch die alten Verfahren, dann muss ich auch einen Client dafür haben. Und den Client muss ich auch irgendwie bauen können. Und wenn sofort alles entfernt wird, dann kann ich solche Clients halt auch nicht mehr bauen. Also die Antwort so ein bisschen nein, aber ich muss das explizit einschalten. Ansonsten legen wir da keinen Wert auf Kompatibilität, sondern sagen, Vorrang hat die Sicherheit. So, jetzt haben wir gesehen, LibreSSL macht das schon so ein bisschen. Ne? Warum nehmen wir das denn jetzt nicht? Ne? Und dazu kommt halt, dass OpenSSL und LibreSSL halt C-Bibliotheken sind. Und C und C++ haben drei besondere Features. Also einmal sind sie sau schnell, was gut ist. Ich habe Low-Level-Memory-Control, was auch ganz gut ist, so in Sachen Seitenkanal-Attacken und Ähnlichem. Und das Dritte ist halt, C und C++, das Feature sind halt, sie haben jede Menge Memory-Corruption-Bugs. Und das ist halt ein Problem. Und das ist der Sicherheitschef von FreeBSD, der hat das rausgefunden, brauchen wir uns nicht im Detail durchlesen, aber da geht es halt um Low-Level-Memory-Control, wie man halt so Schlüsselmaterial löscht, und da sagt er, okay, wir lösen eigentlich das falsche Problem, nämlich auch wenn wir das Schlüsselmaterial löschen, das ist schon vorher in den Registern gewesen und auf dem Stack und sonst wie, und da können wir sowieso nichts machen. Ne? Also von wegen, dieses Low-Level-Memory-Control ist eigentlich, wiegt einen in falsche Sicherheit. Andererseits gab es eine Präsentation, das ist jetzt über Microsoft, und die haben gemerkt, aha, mit C und C++ sind die meisten Fehler irgendwelche unsichere Speicherbearbeitung, also Memory Corruption Bugs. Und das war auch genau das, was Heartbleed war, ein Memory Corruption Bug. Man konnte halt Speicher auslesen, auf den man eigentlich keinen Zugriff hat. Und das sollte man vermeiden. Deshalb sollte man eigentlich vielleicht andere Sprachen dafür verwenden.
Und es gibt Hoffnung, dass man jetzt vielleicht auch in Zukunft andere Dinge einsetzen kann. Und damit meine ich jetzt nicht Java und Co., weil die vielleicht zu langsam sind und dann doch zu wenig Low-Level-Control haben, um alle Seitenkanal-Attacken abzuwehren und auch einen Garbage-Collector haben, der vielleicht nicht ganz so da gut reinspielt, weil man dann das Schlüsselmaterial vielleicht nie mehr los wird. Sondern worauf ich hinweisen würde, ist Rust TLS oder Rust LS. Das ist eine TLS-Library und das Gute daran ist, sie hat ein Audit hinter sich, also sie wurde schon für sicher befunden von Leuten, die Ahnung davon haben, und sie ist auch noch deutlich schneller als OpenSSL. Und wer sich so ein bisschen schon mal mit Rust beschäftigt hat, weiß, dass Rust halt memory safe ist. Und solche Bugs wie dann Heartbleed und Co. Und viele andere in OpenSSL halt auch gar nicht mehr auftreten können, aus Prinzip nicht. Und von daher wäre das eine gute Alternative, besonders weil man Rust auch so kompilieren kann, dass es als C-Libraries ist, nutzbar ist. Und das heißt, ich könnte es dann zum Beispiel in Python oder Ruby, die bisher OpenSSL unter der Haube nehmen, auch dagegen linken. Das API ist halt nicht kompatibel, weil man auch gesagt hat, wir wollen ein vernünftiges API. Von daher wird so ein Übergang vielleicht auch nicht einfach. Aber es gibt jetzt schon Server im Cloud-Umfeld, die in Rust geschrieben sind. Von daher ist das vielleicht eine Möglichkeit. Ansonsten gebe ich am Ende noch Alternativen, was man noch machen kann. Also jetzt mein Fazit ist, wenn jetzt der technische Unterbau auch schon mal stimmt und in Ordnung ist von OpenSSL, ist halt das Problem von OpenSSL, die API ist schlecht und sie kann nicht sicher genutzt werden. Und es ist auch noch in einer schlechten, also in einer Sprache geschrieben, die nicht memory safe ist. Von daher würde ich jetzt meine These wiederholen, dass an der Stelle OpenSSL muss jetzt in der Form weg. Ne? Und dabei würde ich jetzt auch noch bleiben, weil allein vernünftiger Code, der ein Audit hat, reicht halt für eine Bibliothek, die TLS oder Kryptografie macht, überhaupt nicht aus. Was machen wir denn jetzt? Ich habe gerade gesagt, man kann Alternativen haben. Also für Verschlüsselung gibt es das Libsodium, davon hatte ich kurz, und Cryptography. Da habe ich vorhin die APIs gezeigt. Das sind Alternativen, wenn man C hat, weil Libsodium ist in C, ist jetzt halt vielleicht nicht ganz, was man haben will, aber das ist so die beste C-Library, und Cryptography ist im Python-Bereich ganz gut nutzt und drunter halt immer noch libcrypto von OpenSSL. Bei TLS kann ich Rust-TLS nehmen oder Go. Go hat eine eigene TLS-Implementierung vollständig in Go, also auch memory-safe, und sie ist auch sehr schnell. Also Cloudflare nutzt Go exzessiv und nutzen das für ihr CDN. Die haben da viel reingesteckt an Verbesserungen und in relativ vielen Benchmarks überflügelt Go auch die TLS-Leistungen von OpenSSL. Ansonsten muss man, wie gesagt, bei libTLS bleiben. Das ist die LibreSSL-Variante, oder wenn es gar nicht geht, bei libSSL. Für Zertifikate, das haben wir heute gar nicht so angesprochen, aber wer das macht, sollte einen Blick auf CFSSL, das ist auch von Cloudflare, ist in Go geschrieben. Da sind so ein paar Command-Line-Utilities drin, die etwas sich leichter bedienen lassen als OpenSSL. Und wenn man Debugging macht oder doch noch auf der Kommandozeile rumhüpfen muss, dann ist leider nichts anderes als OpenSSL zurzeit möglich. Sonst, also ich kenne keine vernünftige Alternative. Aber wenn dann nimmt vielleicht auch die LibreSSL-Variante, wie ich euch das gerade gezeigt habe, die halt vielleicht auch euch nicht vor euch selbst schützen will, in einer Weise, dass ihr euch noch mehr in den Fuß schießen könnt. So, was kannst du jetzt konkret machen dabei, wenn du jetzt gar nichts damit zu tun hast, in Sachen, ich benutze jetzt OpenSSL und sonst, wenn nicht, kannst du Liebe spenden, ne, und Geld wäre noch besser, weil OpenSSL muss halt trotzdem noch weiterentwickelt werden, weil so ein Übergang auf andere Bibliotheken, das wird wahrscheinlich so ähnlich wie bei der Energiewende Jahrzehnte dauern. Und das wäre es von meiner Seite erstmal. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet vorher was gegessen und habt jetzt nicht Magenknurren. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, ich hoffe, ihr habt die im Chat gestellt, wird der Robert die vielleicht mal vorlesen, weil den kann ich gar nicht gesehen gerade. Ja, super, danke Christoph. Wir haben tatsächlich eine Frage, und zwar von NoName. Wo findet man denn Empfehlungen, welche Methoden aktuell Sinn machen und die man implementieren soll? Wie oft ändert sich das denn? Das kam, glaube ich, zum Zeitpunkt, als du die Folie mit den ganzen Methodensignaturen gezeigt hast. Ja. Guck mal. Aber vielleicht hast du es auch schon beantwortet. Ich wollte jetzt eine Seite aufrufen. Das können wir
Es ist eine, dass sie heißt, ja, das ist diese Seite, die sollten wir dann vielleicht im Meetup oder sonst wie verlinken. Die wird auch aktualisiert, die ist jetzt von Stand 2018. Das sind die Cryptographic Write Answers. Die sagen für Verschlüsselung, für TLS, für die Schlüssellängen, für alles Mögliche, sagen wir, was soll man nutzen und was soll man nicht nutzen. Ist die beste Quelle dafür. Und lustigerweise sind das die Leute, die diese PGP-These aufgestellt haben und gesagt haben, PGP muss weg. Okay. Vielleicht kannst du es ja gleich mal in den Chat posten, die URL. Ja, mein ganzes Setup erlaubt das jetzt gerade. Okay. Sonst bin ich raus. Wir teilen die URL später. Ja. Noch im Chat oder als Kommentar und auch nochmal beim Meetup und als Kommentar. Aber auf jeden Fall, das ist eine sehr gute Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, was man braucht und was nicht. Wir brauchen mal sowas wie Shownotes bei unserem Podcast für die Videos. Da überlegen wir uns mal was zu. Der Fabian hat gerade noch eine Frage, und zwar, welche der besprochenen bzw. vorgeschlagenen Methoden werden vermutlich bzw. hoffentlich von meinem Online-Banking verwendet? Also dein Online-Banking verwendet, wenn es geht, hoffentlich TLS 1.3. Ne? Also Online-Banking, ich meine jetzt erstmal die Verbindung zu deinem Server, weil in TLS 1.3, das ist die neueste TLS-Version, da wurden alle Verschlüsselungsverfahren, die nach jetzigem Stand unsicher sind, rausgeschmissen. Und man hat nicht mehr die Wahl zwischen 80 Verschlüsselungsverfahren, die man konfigurieren muss, sondern auf der Serverseite sind es dann nur noch 4 oder 5 und die sind alle sicher. Also von daher solltest du mal gucken, ob deine Bank TLS 1.3 unterstützt mit der Verbindung, und intern nutzen sie wahrscheinlich am besten AES GCM, wenn sie intern was verschlüsseln, oder das Xalsa 2020 Poly 1305. Wahrscheinlich wird es AES sein, weil das halt ein Standard ist und Banken halten sich gern immer an irgendwelche Auflagen. Und der AES-Standard kommt halt von der NIST, das ist sowas wie die DIN-Organisation in Amerika, so ein bisschen vergleichbar. Und wenn sie jetzt nicht nur in Deutschland unterwegs sind, deine Bank, dann werden sie AES benutzen, hoffentlich. Und wie gesagt, wichtig ist der GCM-Modus. Okay, das habe ich mir auch mal notiert. aber man sieht, glaube ich, daran, wie schwer es ist, mit dem ganzen Thema up-to-date zu bleiben. Gerade was jetzt aktuell sichere Verschlüsselungsmethoden angeht, die veralten wahrscheinlich über die Jahreszeiten hinweg auch relativ schnell. Kannst du irgendwie ein Newsletter oder eine Website oder ein Twitter-Profil oder was auch immer empfehlen, wo man irgendwie solche Updates irgendwie kondensiert kriegt, ohne da richtig tief einzusteigen in die Security-Community? Es gibt, ja, so richtig einsteigen ist schwierig, weil viele schreiben halt dann doch schon an das Zielpublikum Security-Community. Von daher, diese Seite hier kann ich empfehlen. Also das ist ja hier ein Blog. Ne? Also von daher, es gibt auch noch mehr. Das kann man sich auch nur das ganze gesamte Blog angucken, weil die versuchen halt auch ein bisschen mehr so zu schreiben, dass das jeder verstehen kann. Und sonst gibt es noch den Feisty Duck TLS Newsletter. Und TLS ist wahrscheinlich das Thema, wo die meisten von den uns normalen Entwicklern damit in Berührung kommen, weil ich muss irgendwie vielleicht meine Server konfigurieren. Welches TLS sollen die sprechen? Welche Verschlüsselungsverfahren soll innerhalb von TLS erlaubt sein und so weiter? Und den Link dazu machen wir dann auch nochmal als Kommentar rein. Die machen immer über die aktuellen Entwicklungen in TLS informieren. Und wenn dann was ist, was man dann auskonfigurieren sollte, das wird man da ganz schnell finden. Ansonsten gibt es noch das OpenSSL Handbook. Das ist darauf verweist auf die OpenSSL-Dokumentation. Von denen ist auch der Newsletter. Und nämlich Handbook Cookbook. Und das ist auch sehr gut. Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Das liegt auch bei Feisty Duck, ne? Genau. Und die haben auch Newsletter dazu. Den sehe ich jetzt hier gerade nicht, wo man sich da entsprechend... ja, ich habe die Links mal im YouTube-Chat geteilt. Genau. Und was wir hier noch haben, das können wir auch direkt, das hier, wenn wir jetzt das SSL Labs, da kann man Test Your Server, da könnte ich jetzt eingeben, wir geben mal DKB ein, das ist auch eine Bank.
Und die testet nämlich zum Beispiel, jetzt war gerade nämlich die Frage, wie kann ich, worauf soll ich achten? Jetzt ist die Frage, wie kriege ich denn raus, ob die TLS 1.3 benutzen? Da kann man dieses SSL Labs Tool benutzen, da gebe ich eine URL ein und die machen jede Menge Tests an den Servern, gucken erstmal, welche Server antworten da. Und das dauert jetzt und dann spucken die aus, welche Versionen, welche Cipher, sonst was und geben auch eine schöne Benotung, so wie bei diesem Energielabel von A bis E, ne? Und geben Tipps, wie man es verbessern kann. Und wenn man da nicht mindestens ein B hat, dann sollte man sich Sorgen machen oder vielleicht kein Online-Banking mehr über diese Bank machen. Das dauert jetzt ein bisschen, weil der prüft ganz viele Sachen ab. Aber diese Seite auf jeden Fall ist empfehlenswert, um zu testen. Nutzt die Gegenseite denn jetzt das Richtige? Ja, oftmals haben die Online-Bankings ja dann nochmal eine spezielle Subdomain oder sowas, müsste man sich mal in Ruhe angucken. Ja. Ja. Aber ich habe mich noch gefragt, als du die Folie gezeigt hast, was war sie das? Spenden an OpenSSL an die Entwicklerinnen und Entwickler $2.000 in einem Jahr betragen haben. Das fand ich irgendwie auch besonders erschreckend. Zumal ja auch das in Betriebssystemen integriert ist für essentielle Komponenten. Da frage ich mich, warum geht eine Firma wie Apple oder Red Hat oder wer auch immer, ich weiß gar nicht, ob OpenSSL auf Windows von Microsoft auch eingesetzt wird, warum gehen die nicht hin und sagen mal, komm, ihr habt da mal $50.000 pro Jahr, das ist eine Kernkomponente, auf die wir uns verlassen und macht mal. Also, kleiner Einschub: Microsoft hat eine eigene Implementierung, S-Channel heißt die. Aber die anderen Firmen, ne, also alle Linux-Distributionen, Apple und sonst wie, setzen ja auf OpenSSL oder beziehungsweise jetzt zum Teil auf LibreSSL. Da wundert man sich wirklich, ne? Irgendwie, wir machen 3 Trilliarden Dollar im Jahr Gewinn, so ungefähr, und können da keine Spende geben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich hat das erstmal daran gelegen, dass die Sichtbarkeit damals nicht so hoch war, ne? Also man hat sich einfach darauf verlassen, das ist jetzt da. Und das hat keiner hinterfragt, wie viele Leute stehen dahinter, wie viel Geld haben die zur Verfügung. Das sieht man ja auch nicht, ne? Also an der Webseite kann man nicht sehen, dass das jetzt vielleicht eigentlich im kritischen Zustand ist, dieses Projekt, ne? Das ist bei Open Source ja immer das Problem, dass wenig Geld da ist. Aber gerade bei solchen kritischen Libraries sollten wir uns alle das mal überlegen. Ne? Wir sollten dann alle unsere Chefs mal ansprechen und sagen, vielleicht kann man da mal was gegen tun. Ah, wir sehen jetzt hier, also auf jeden Fall der Hauptserver, die erste IP, die rauskam, hat schon mal ein Grade A bekommen, die unter dkb.de steht. Immerhin Das schon ist ganz doch gut. super. Wie gesagt, das kann man auch mal gerne mit seinen eigenen Domains machen, ne? Also ihr alle da draußen, könnt euch ja mal Firmen-Domain mal eingeben und schauen, ob da nicht vielleicht auch was getan werden muss. Kann man diese SSL-Test, diese Geschichte, kann man die irgendwie seine Continuous Delivery Pipeline hängen oder so, dass das regelmäßig mal gecheckt wird, weil da kann ja sich von heute auf morgen irgendwie sowas wie Heartbleed wieder passieren und dann hat man ganz schnell von A ein E oder ein F. Ja, dazu empfehle ich dieses Tool hier, SSLize. Das ist ein Kommandozeilentool in Python. Das kann man auch skripten und das hat auch eine API und der macht so ziemlich das, was dieses Webtool hier, dieses SSL Labs macht auf der Kommandozeile. Das kann ich super in meine Build-Pipeline einbauen. Okay, cool. Kannte ich noch gar nicht. Ich poste auch mal in Chat. Es gab noch eine Frage von Björn. Ja. Wo findet man in Anführungszeichen sicher ein Binary in Klammern .exe, um LibreSSL unter Windows zu verwenden? Oh, da bin ich überfragt, weil ich selber gar kein Windows-Nutzer bin. Ja. Aber wenn man jetzt neu Windows benutzt, also Windows 10 in der aktuellsten Version, ist ja das Windows-Subsystem für Linux da. Und da kann man sich offizielle Distributionen installieren. Und da ist ein vernünftiges OpenSSL bzw. LibreSSL dabei oder sollte dabei sein. Okay. Björn, wir hoffen, deine Frage ist damit beantwortet, aber der Punkt ist natürlich völlig valide. Wenn man so Software runterlädt, dann muss man wahrscheinlich dreimal sicherstellen, dass die von einer richtigen Quelle kommt. Und wahrscheinlich auch mal sich die Mühe machen, irgendwelche Prüfsummen zu vergleichen, die der Anbieter zumindest ausgibt, ne? Ja, am besten ist es halt über den systemeigenen Package Manager zu machen, der solche Aufgaben übernimmt. Auf Windows gibt es den jetzt noch nicht, der soll kommen, einer. Ansonsten gibt es Chocolate, weiß ich, da gibt es auch kommerziellen Support für.
Ich weiß nicht, ob die eine Libre SSL mit dabei haben, aber also das ist auf jeden Fall ein vertrauenswürdiger Package Manager, mit dem man Sachen installieren kann. Also müsste man mal bei Chocolate gucken, ob die auch das OpenSSL bzw. Libre SSL Tool mit ihren Repositories drin haben. Björn sagt gerade, ihm hab's geholfen, an WSL hat er noch gar nicht gedacht. Gut. Dann war die Antwort wohl zielführend. Super. Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, Christoph, würde ich sagen, bedanken wir uns. Wir sind ein bisschen schon über die Zeit. Kleiner Hinweis noch, nächsten Mittwoch hab ich hier meinen Kollegen, den Jan. Und da geht es um datengetriebene Typen mit der Programmiersprache Idris. Das wird wieder so ein bisschen eine Live-Coding-Session. Wer da zur Mittagspause Lust drauf hat, einfach vorbeischauen. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst uns doch bitte ein Like auf YouTube da. Und kleiner Hinweis, unser Kanal wird immer größer und größer. Es gibt nicht nur dieses Technology Lunch da, sondern auch einen ganzen Haufen von Konferenzvorträgen, den unsere Kolleginnen und Kollegen so halten. Wenn ihr den Kanal abonniert, dann kriegt ihr immer Updates, wenn es irgendwie neue Vortragsvideos oder Tutorials oder was auch immer gibt, was es bei so uns so alles im Fundus liegt. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich nächsten Mittwoch um dieselbe Zeit, 12.15 Uhr wieder. Christoph, dann machen wir jetzt mal Mittag, oder? Es wird Zeit. Super, danke euch. Tschüss.